ist es so, dass wenn sowas passiert, dann wird Lynchjustiz geübt, wenn die Polizei nicht schnell genug da ist. Und das war uns bewusst. Und ich habe wirklich nur gedacht, wie kriege ich eine Familie hier? Zu Hause weg. Bitte. 300-400 Menschen guckten, was passiert ist. Und dann kam wieder dieser Gedanke: Gott, ganz im Ernst, es ist ein Unfall, ja, nicht verursacht habe. Nee, aber das interessiert die da nicht. Ja, also, wenn dann einfach so eine Rage da ist und die Familie dann sieht, dass das Kind gestorben ist, ist dann nichts mehr mit rationalen Denken. Dann wird. Ich will jetzt nicht gezerrt und gefehlt, halt wirklich umgebracht. Ja. Was für uns gut war, war, dass der LKW-Fahrer auch verstanden hatte, dass er schuld ist, weil der ist nämlich dann laufen gegangen, mehrfach überschlagen, ist dann unten liegen geblieben und aufgegangen und sich in Schutz haft nehmen lassen. Und das sprach sich ziemlich schnell. Da wir gefahren war, war das ein deutscher Missionar, der war zwei London seinen Koffer verloren. Und die haben am Tag vorher angerufen, haben gesagt, hier, ihr Koffer ist angekommen, wir können morgen früh kommen. Der ist dann praktisch in die Hauptstadt gefahren. Genau 5 Minuten, nachdem wir da den Unfall hatten, ist er da vorbeigekommen. Gesprochen für uns, weil ja. Da bist du auch ein nervliches, physisches Wrack. Also das sind ja in 3 Jahren und wir sprechen ja noch nicht über den Hurricane. Ja. Ich weiß, also wenn man so sich vor Augen hat, was da so passiert ist innerhalb von einem Jahr und dann, das ist einfach, da denkst du auch so, schon lange weg gewesen. Wo ist der Flughafen? Das Ding ist aber irgendwo, wir waren da so überzeugt von, dass Gott wollte, dass wir da sind und wir haben das, ist mir auch bis heute wichtig, wir haben immer wieder an die Geschichte von Josef im Alten Testament denken müssen. Der von seinen Brüdern, die mochten ihn nicht, die haben ihn dann in so einen alten Brunnen reingeschmissen. Dann haben sie gesagt, okay, die können wir ja nicht, da kommt eine Karawane nach Frankreich, dann ist nach Ägypten gekommen, ist dann da ins Gefängnis geschmissen. Es kam echt so, als wenn da echt so ein Schlag und immer wieder daran denken müssen, dass das bei Josef auch war. Nach vorne gewandt. Aber. Das heißt, du bist gelabert. Wir haben aber. Immer die Hoffnung, dass alles irgendwie ein Ziel hat. Ne? Dass irgendwann was kommt, warum wir das erleben. Weil das Chef genau war. Er war. Gott hat ihn immer wieder durch diese Sache genannt, damit er einem bestimmten Ort. Also die fallen ganz. Gerettet hat. Dann lass uns mal zum Glück kommen. Genau. War Anfang Oktober 2000, dass ein großer Hurricane kommen würde. Und wir haben dann schon gedacht, okay, das könnte